SSV Jahn Regensburg gegen Hansa Rostock. Der Turmfunk meldet sich live aus dem Regensburger Jahnstadion. Mein Name ist Matthias Geisler und neben mir ist der Fabian Reitz zum ersten Mal im Bild dabei. Grüß dich, Fabian. Heimpremiere quasi. Heimpremiere für Fabian. Versuchen Sie, eine Flanke ins Halbfeld zu schlagen, aber da ist Fabian Trettenbach per Kopf dran. Und ein Schuss aufs Tor, aber Lobuel klärt da gut, ist er mit der Faust dran. Das war so schlecht nicht. Da passiert jetzt noch nicht so viel. Ja. Die Rostocker kommen über die linke Seite. Ja, da schaltet die Nummer 25, das ist Pelze. Sebastian schaltet den Turbo an, bekommt aber den Ball nicht. Jetzt kommen sie über die Mitte, über Dennis dann zu Weidlich, der zieht ab. Oh, der Ball geht und der an den Pfosten, den hat Lobuel komplett unterschätzt. Da kommt nochmal die Flanke rein und kommen sie über die linke Seite. Der Jan eilt zurück und erobert sich den Ball zurück. Das macht der Rostocker Gasse. Der Stürmer holt sich hinten den Ball. Sehr schön gemacht. Und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Ausmann legt aber nochmal ab, weil die Regensburger jetzt nicht so schnell nachgerückt sind. Da ist Trettenbach. Doppelpass mit Ausmann. Wieder Trettenbach. Und jetzt Trettenbach beißt sich durch. Immer noch Trettenbach. Zieht zum 16er. Trettenbach schießt. Tor! Ah! Denn gibt's man das? Hat ihn schon drin gesehen. Wahnsinnsangriff von Trettenbach. Aber der war zu steil und Blacher kommt nicht mehr an den Ball. Er reicht den Ball nicht mehr. Blacher auch ein sehr, sehr quirliger, schneller Spieler. Und das ist wirklich nicht lustig. Ja. Einmal für den Jahn, jetzt machen wir es aber uns selbst schwer. Und da ist das Ding drin und das 0:1 für Hansa. Da hat der Jahn den Ball extrem schlecht geklärt, legt den Ball eigentlich auf. Und Thomas kurz und rüstlich hier mit dem Aussetzer nach dem Einwurf, als er den Ball nicht richtig anstoppt. Und die Rostocker können sich freuen, es steht 0:1. Und jetzt versucht Hansa wieder den Spielaufbau. Und jetzt katastrophaler Fehler von Hansa Rostock. Das ist eine Vollmaschine, der ist im Strafraum, muss abziehen. Wird gelegt, Elfmeter! Was? Und für mich ein klares Foul im Strafraum an der Osman. Ich verstehe nicht, warum der Schiedsrichter dann nicht pfeift. Der Schiedsrichter kann weiterspielen. Wird er hier den Eckball hineinbringen. Und wieder sind die Großen vorne. Und man merkt sofort, die Regensburger, die machen hier Dampf. Die Regensburger machen das Spiel und der Eckball kommt auch, der kommt nicht schlecht. Da ist jetzt die Kopfballmöglichkeit. Tor für den Jan und es ist kurz und es ist kurz und kurz macht seinen Aussetzer wieder gut und es steht 1:1 für den SSV in Regensburg. Gerade mal 5 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit und das ist meine Ansage und die Rostocker sind jetzt still in der Kurve. Es war sogar die 4. Minute, also das geht jetzt wirklich. Jetzt ist auch. Es steht 1:1 und jetzt können wir nur das zweite schießen. Ball jetzt nach rechts und kommt dann über Trettenbach hoffentlich nach vorne. Da ist jetzt Tempo. Trettenbach nimmt den Ball gut an, schöner Doppelpass. Ist im Strafraum und versucht da jemanden, aber leider findet er da keinen Abnehmer. Au! Jetzt darf man sich da nur nicht durch so eine Aktion verunsichern lassen, sondern weiter Druck nach vorne machen. Der Jan hat jetzt wirklich 3 Spitzengelegenheiten schon in der ersten Viertelstunde und man kann nur hoffen, dass sie jetzt da weiter nach vorne spielen. Aber da ist das 2:1 für Hansa Rostock. Und man denkt sich gerade noch, dass der Jan eigentlich das Heft in der Hand hatte, aber irgendwas ist da gerade schiefgegangen. Da hat irgendeine Abstimmung überhaupt nicht gestimmt. Und er mahnt ihn allerdings nur. Also ja. Olli Hein jetzt im Ballbesitz, treibt an, zieht vorbei, steckt schön durch auf Ausmann, jetzt frei vom Tor, schießt! Tor! Ja! Und es ist Ausmann, jetzt macht er die Bude! Und es steht 2:2 für den SSV in Regensburg, 2:2 Ausgleich! Ja, Mann! Mann, war das überfällig! Mehr als überfällig! Und perfekt durchgesteckt! Und also Ausmann lässt sich die Möglichkeit nicht entgehen. Olli Hein setzt alles Osman Klasse in Szene, steckt durch und das war Formsache für Osman. Netzt ja das Ding ein. Ohne Chance, keine Chance für Jörg Hane. Und 2:2. Was will man mehr? Zeit jetzt bei Lienhardt. Lienhardt passt auf links zu Dürmeier. Dürmeier geht jetzt nach vorn, sucht der Steininger, Doppelpass mit Steininger und jetzt der Ball bei Geipel. Der passt auf rechts zu Trettenbach. Trettenbach zieht ab. Und da ist das 3:2! Was? Aus 25 Metern zieht Trette ab und haut das Ding rein. Und es steht 3:2 für den SSV Jahn. Der Jahn hat das Spiel gedreht. Ein zweimaliger Rückstand. Die Mannschaft hat sich nicht zurückwerfen lassen. Und jetzt steht es
In! Yes! Sieht Rettenbach so ein Ding aus dem Schuh. Ist in ja unfassbar. Diesmal wieder mit links, zieht von rechts in die Mitte und haut das Ding 25 Meter mit links in die Maschen, in den Posten drin. 3:2 für den Jan. In der 78. Spielminute. Und ja, jetzt kommt der weite Einwurf auf Romas Dressler, der legt ab auf Ayersau Osman. Osman versucht sich der Tür zu danken, ist im Strafraum und es muss das 4:2 sein. Ja! Ja! Und es ist Dressler! Ja! Romas Dressler! 4:2! Nach Spielmonaten ohne Spiel macht er im ersten Spiel sein erstes Tor! Ja, Mann! Ja, Mann! Tor für den Jan! Das ist Romas Dressler! Schiedsrichter hat Vorteil, weiterlaufen, weil es wäre sonst Elfmeter gewesen. Also Osman spielt Katz und Maus. Und Stefan Lobue kommt zum Jubel mit nach vorne, mit nach vorne. Also Osman spielt Katz und Maus mit der kompletten Abwehr der Rostocker. Katz und Maus. Und dann wird er gelegt und der Ball kommt zu Dressler und der haut ihn in die Maschen. Der macht ja einige Kilometer. Ich hoffe, er hat genügend Sprit dabei. Das ist die nächste Möglichkeit. Das ist die Schussmöglichkeit für Götterposten. Abseits. Dressler stand im Abseits. Auch überraschend. Die Ecke kommt, die kommt nicht schlecht. Da ist eine Nachschussmöglichkeit abgeblockt. War nochmal eine Riesenmöglichkeit für die Rostocker. Jetzt ein Tor. Feirückzieher, Posten, Tor. Und es steht 4:3. Was ist denn hier los? Das ist ein Feirückzieher-Tor von Hansa Rostock, nachdem der Ball irgendwie in den Strafraum gebracht wurde. Leute, ich bin fix und fertig, hört's halt jetzt auf. Das kann's doch nicht sein. Matze, leider hast du immer noch gute 5 Minuten mindestens durchzustehen. Und jetzt kommt die Ecke von Rostock rein. Und da ist das 4:4. Da ist das 4:4. Es ist nicht zu fassen, was hier für. Das ist das vierte Tor, was irgendwie nach einem hohen Ball reingestolpert wird. Es ist unfassbar. Und jetzt wollen die Rostocker noch gewinnen. Was das für ein Spiel ist, ist nicht zu fassen. Es ist. Ist vorbei. Und der Schiedsrichter pfeift ab. 4:4 trennen sich der SSV in Regensburg und Hansa Rostock. Hansa Rostock. Und Leute, was für ein verrücktes Spiel. Ein Spiel, das der Jan in der zweiten Halbzeit gewinnen muss. 5:2 führen muss. Der Jan war in der zweiten Halbzeit klar besser. Die Rostocker wissen nicht, warum sie einen Punkt mitnehmen. Ich weiß nicht, wie Hansa Rostock in der zweiten Hälfte ohne Chance 3 Tore schießen konnte. 2 Punkte wurden uns geklaut, definitiv. 2 Tore schon allein aus individuellen Fehlern von uns. Das spielt aber alles keine Rolle. Wir verabschieden uns hier vom Kommentatorenpult. Freuen uns, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus. Servus.